ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich regelmäßig meldet. Manche von euch hab ich seit Jahren schon nicht gesehen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass mir okay geht und wir ein Gästezimmer haben in der WG. Ihr wisst genau, wen ich meine, wenn ich das hier schreibe. Aber ich nenne keinen Namen, Herr Kommissar. Das geht an alle meine Leute aus alten Zeiten. Egal ob Aachen, Bordeaux oder Rojava. Ich denke, da kommen noch paar Jahre Ärger auf uns zu. Ich glaube nicht, dass es hier von selbst besser wird. Ich stelle mich schon mal drauf ein, es gibt viel zu tun. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht, wenn es eskaliert. Aber immer wenn der Zweifel dich zerfrisst und immer wenn du ganz alleine bist, immer wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dir, hab ich eine offene Tür. Und immer wenn ich wirklich Hilfe brauch, dann weiß ich ganz bestimmt, fang ihr mich auf. Immer wenn ich daran denke, wird mir klar, mir kann nichts passieren. Für mein Homie Serkan höre ich noch am Telefon. Der eine Anruf hier in Lesbos auf dem Zellenboden. Er war im Zelt bei Masomeno, um mir was zu geben. Die Bazi hassen Volunteers und haben ihn festgenommen. Das für meine Leute Tel Aviv bis Shuafat, die für den Traum einstehen, dass jeder dort eine Zukunft hat. Vielleicht klingt es naiv, ich weiß, es ist komplex. Und dieser Text hat kein Rezept, ich hoffe nur Mut gemacht. Und das ist für mein Bruder Sugar, sein neugeborener Sohn, das ist für die junge Mutter. Er sollte nach Angola, ein Bonner, der dort nie gewohnt hat. Und ich kann nicht mal ahnen, wie sehr sie unter Druck waren. Und an mein Bestie, vielleicht musst du dir heute was pumpen. Glaub mir, das wird, hast dich schon dreimal wieder neu erfunden. Und wenn's bei mir mal nicht mehr läuft, dann klingel ich bei euch. Denn wofür hat man denn die treuesten Kumpel? Aber immer wenn der Zweifel dich zerfrisst und immer wenn du ganz alleine bist, immer wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dir, hab ich ne offene Tür. Und immer wenn ich wirklich Hilfe brauch, dann weiß ich ganz bestimmt, fang ihr mich auf. Immer wenn ich daran denke, wird mir klar, mir kann nichts passieren. Aber immer wenn der Zweifel dich zerfrisst und immer wenn du ganz alleine bist, immer wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dir, hab ich ne offene Tür. Und immer wenn ich wirklich Hilfe brauch, dann weiß ich ganz bestimmt, fang ihr mich auf. Immer wenn ich daran denke, wird mir klar, mir kann nichts passieren. Immer wenn der Zweifel dich zerfrisst und immer wenn du ganz alleine bist, immer wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dir, hab ich eine offene Tür. Thank you.